Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Stephen King Video von mir. Wir haben die Woche ja schon eingeläutet mit dem ultimativen Ranking aller Stephen King Bücher und da habe ich euch ja auch gezeigt, welche Bücher ich noch nicht von ihm gelesen habe. Und da ist mir natürlich schon aufgefallen, einige der Bücher hast du ja auch bereits hier, hast du auf dem Sub, also auf dem Stapel ungelesener Bücher. Und die wollte ich euch jetzt einfach noch ein bisschen näher vorstellen und dachte, schauen wir einfach mal, welche 5 Bücher hier liegen, die ich tatsächlich plane, in diesem Jahr zu lesen. Bei einem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich klappt, aber man soll ja niemals nie sagen. Und da es doch ein paar dicke Bücher sind und wir da ein bisschen was zu erzählen haben, fangen wir einfach an. Das erste Buch ist Albträume. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht immer dazu sagen, dass es von Stephen King ist. Und zwar mit dem Untertitel Nightmares and Dreamscapes. Das habe ich, glaube ich, irgendwie mal entweder ertauscht oder gebraucht gekauft. Und wir haben hier einige Kurzgeschichten von ihm drin. 20 und ein Kurzgeschichten, ein Drehbuch und ein Essay. Und es gibt wohl sogar ein Gedicht. Also es ist allerhand enthalten. Und das ist eben was, wo man sich theoretisch fast jeden Tag etwas vornehmen könnte und das lesen kann. Und dann ist man gefühlt auch in einem Monat schwuppsdiwupps durch diesen Wälzer gefühlt durch. Ich freue mich darauf. Ich mag Kurzgeschichten nicht immer, das muss ich ganz klar sagen, da bin ich mit Stephen King nicht immer ganz so happy, aber was so Novellen angeht, das finde ich auf jeden Fall sehr gelungen, da hatte ich ja auch im letzten Jahr definitiv eine Highlight-Sammlung gelesen und deswegen freue ich mich auch auf Albträume. Ich finde es ganz spannend, dass da eine Fledermaus vorne drauf ist. Machen Fledermäuse, wenn man nicht gerade Bruce Wayne ist, einem wirklich Angst? Weiß ich irgendwie nicht, aber scheinbar ja. Ich weiß gar nicht, ob hier was Bekanntes drin ist, ob man da irgendwas kennt. Zueignung, Turnschuhe, Hausentbindung, Regenzeit, mein hübsches Pony, die 10 Uhr Leute, das Haus in der Maple Street, der Fall des Doktors. Ja, und hier gibt es auch irgendwas mit, ach, Einleitung, Mythen, Glauben, Überzeugung und Ripley's unglaublich, aber wahr. Ja, ich freue mich drauf, diese über 20 Geschichten zu entdecken und das wird auf jeden Fall in diesem Jahr gelesen. Dann habe ich auch eine Sammlung, das sind Erzählungen der Skeleton Crew und da habe ich 3 Erzählungen in einem Band und zwar ist das mit der Überschrift Blut und zwar enthält das im Morgengrauen, der Gesang der Toten und der von Nid. Und ich weiß, dass ich den von Nid hier habe als Einzelbuch und, wenn ich mich recht erinnere, es auch schon gelesen habe. Aber das gefühlt auch alles schon so lange her. Wir haben hier jetzt also 3 Geschichten und das ist die berühmte Sammlung Skeleton Crew. Unheimliche Erzählungen beginnen meist als Idyllen, die jäh in beklemmender Visionen umschlagen. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier in den Geschichten erwartet. Es sind ja einige enthalten. Der Nebel, das kenne ich schon, der Affe, der Yount, Hochzeitsempfang, das Floß, Dünenwelt, Nona für Owen, das bilde ich mir auch ein, kenne ich auch. Omi kenne ich auch. Deswegen, manche werde ich schon kennen, aber jetzt diesen Komplettsammlungsband sozusagen habe ich noch nicht gelesen. Aber wie gesagt, ich glaube eben, dass ich der von Nid gelesen habe und dass ich daher die Geschichten schon kennen werde. Das finde ich aber gar nicht schlimm, dann ist das eben ein bisschen ein Reread, aber diese Sammlung liegt hier auch bereit. So auch Stephen King Nachts und zwar enthält Nachts 2 Kurzgeschichten. An und für sich war das, glaube ich, mal eine Sammlung von 4 Geschichten. Und da gehört der Zweierband Longolias mit dazu und das geheime Fenster, der geheime Garten. Ich bringe das immer durcheinander, es könnte auch andersrum sein. Und hier sind jetzt, glaube ich, die 2 Geschichten noch drin, wenn es nicht sogar 3 waren. Der Bibliothekspolizist und Zeitraffer, genau. Und kurz vor Mitternacht, das ist aber eine Vorbemerkung. Ah ja, okay. Und ursprünglich, ja, waren das eben 4 in einem und ich habe aber auch tatsächlich jetzt gezielt nach Nachts gesucht, weil ich eben die anderen 2 im anderen Band habe. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Ich glaube, das hat man auch beim Ranking ganz gut gesehen, dass man das nicht, also dass das eben gar nicht so klar ist. Und ich dann tatsächlich auch mit dem King-Wiki immer rumsuche, was habe ich schon, wo fehlt mir vielleicht irgendwas, kaufe ich jetzt irgendwas doppelt, weil es anders heißt. Aber wir haben hier auch so die Überschrift 2 Reisen in eine Welt beklemmender Albträume. Und das sind dann doch 2 recht dicke Geschichten, also lange Geschichten. Die eine hat knapp 280 Seiten
und die andere, ja, im Grunde knapp 180 Seiten. Also von daher, da hat man auf jeden Fall ein bisschen länger was von King. Dann habe ich ein Buch, was er zusammen mit Peter Straub geschrieben hat, und zwar Der Talisman. Und das ist dann, glaube ich, auch die Vorgeschichte, wenn ich mich nicht irre, zu dem anderen Buch, was er mit Peter Straub geschrieben hat. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, ich bin da so ein bisschen irritiert. Genau, Das Schwarze Haus, und dann, das ist der Nachfolgeband zu Der Talisman. Genau, weil Das Schwarze Haus habe ich hier, weil ich dachte, man kann das unabhängig lesen, aber irgendwie gehört jetzt doch Der Talisman da dazu. Ja, ich bin verwirrt. Und dementsprechend beginne ich jetzt mit dem Talisman. Und das ist also auch wirklich ein wunderbarer Wälzer. Ich glaube, locker um die 1000 Seiten. Ja, wir haben hier Idyll und Entsetzen liegen nah beieinander. Das haben wir gefühlt ja immer von King. Und hier haben wir wohl auch irgendwie einen Roadtrip, der quer durch die Vereinigten Staaten geht, aber auch durch ihre imaginäre, bizarre, mittelalterliche Welt, die Territorien. Und da haben wir eine abenteuerliche Reise des 12-jährigen Jack Sawyer auf der Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand der beiden Welten, das Heil zurückbringt, dem Talisman. Und ja, wir kann hier wohl hin und her in diesen Welten springen. Horror und Fantasy durchdringen sich in einer Geschichte von faszinierendem Bilderreichtum und abendbrautender Spannung. Klingt super, super spannend. Ich freue mich drauf. Also ich weiß das, glaube ich, dann, also das andere Buch habe ich da, und ich glaube, entweder muss man es auch gar nicht der Reihe nach lesen, aber hilft einem die Vorgeschichte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also auch eine richtig schöne Ausgabe, wie ich finde. Ich bin ja nicht so der größte Fan von den Heine-Taschenbuchausgaben, aber die hier finde ich tatsächlich ganz schön und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, das sind die vier Bücher, die ich mir fest für dieses Jahr vorgenommen habe, und jetzt habe ich hier einen, der schon länger auf meinem Sub liegt, wo ich aber irgendwie sehr abgeschreckt bin, obwohl er gar nicht gefühlt so viele Seiten hat, wie man erahnen mag. Aber irgendwas zieht mich nicht ganz so richtig, ja, obwohl ich weiß auch nicht. Und zwar ist es Wahn. Ja, auch ein fetter Wälzer, ich glaube aber nur knapp 900 Seiten, also gar nicht so der dickste King auf meinem Sub. Und das Meisterwerk des Unheimlichen, ein Roman wie diesen, kann nur einer schreiben, der neue große Stephen King. Und hier geht es ja um einen Mann, der einen Unfall hat, auf einer einsamen Insel Trost sucht und in der Malerei diese findet. Aber die Insel übt eine dämonische Macht aus und bald schon entwickeln seine Bilder ein unheimliches Eigenleben. Und das klingt natürlich richtig, richtig mega. Also eigentlich, ich verstehe noch nicht so richtig, warum ich da noch nicht dazu gegriffen habe, weil es klingt eigentlich schon echt cool. Ich habe es mal hier jetzt im Blick. Es steht hier im Regal. Es steht tatsächlich nicht im Subregal, sondern im Highlight-Regal, weil es ist natürlich Stephen King. Vielleicht zieht es mich hin. Das Lesezeichen wäre ja schon passend. Aber ja, habe ich noch ungelesen hier. Und mal sehen, ob es in diesem Jahr vom Sub dann befreit wird und ein Stopptiefer sozusagen ziehen darf. Ja, das sind sie, die fünf Bücher, die ich auf dem Sub habe, also die ich auch physisch sozusagen hier habe. Es wird natürlich in diesem Jahr auch ein neuer Stephen King kommen. Ich glaube schon im März, wenn ich mich nicht irre, oder April. Ich glaube im März. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, obwohl das ja gar kein so dickes Buch von ihm sein wird. Aber ich bin natürlich gespannt. Vielleicht höre ich das ein oder andere meiner Subbücher auch ein bisschen als Hörbuch unterstützen. Das mache ich ja auch sehr gerne, weil ich ja auch David Nathan sehr gerne lausche. Und ja, ich bin gespannt und bin natürlich auch neugierig, welche Bücher ihr so auf dem Sub habt von Stephen King oder auf der Wunschliste, was ihr gerne mal lesen würdet, was euch da am meisten interessiert. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr findet alle Bücher, wenn ihr euch da vielleicht die Klappentexte oder so ansehen wollt, auch unten in der Infobox. Ich verlinke euch all das. Und ja, mal sehen, was am Ende des Jahres von Stephen King gelesen ist. Ich freue mich drauf. Ich lese ihn einfach unglaublich gerne. Und ja, vielleicht macht man dann einfach mal wieder so einen Monat, wo man im Rutsch alle fünf Kings wegliest. Ist das realistisch? Nein, wohl nicht. Mit Büchern über 1000 Seiten. Ja, wird das wohl nichts. Aber man soll ja niemals nie sagen. In diesem Sinne, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.